meine Assoziation zur Impfpflicht ist ein Kind, dessen Eltern sich weigern, das Kind impfen zu lassen, bekommen Besuch von der Polizei, das Kind wird ihnen entzogen und wird in ein Gesundheitsamt gebracht und dort wird eine Pflichtimpfung durchgeführt. Womöglich liefert dieser Pressetermin einen ersten Hinweis, wie die neue Normalität mit Corona nicht laufen sollte. Herr Spahn, die Maske ist verkehrt rum. Wenn ich sie nicht hätte. Dankeschön. Ja, zurück. Seid gegrüßt, Genossen! Ah!